Am Anfang war Dunkelheit. Dann gewahr der Urknall Raum, Zeit und Materie. Jeden Tag entdecken wir Neues über all die unfassbaren, faszinierenden und tödlichen Geheimnisse unseres Universums. Jetzt wohnen Sie schon so lange hier. Doch wie viel wissen Sie über Ihre Nachbarn in der Milchstraße? In den Hinterhöfen der Erde haben Wissenschaftler in den letzten Jahren neue Monde, Planeten und ungelöste Geheimnisse entdeckt. Als ob sie ein Haus in ihrer Straße entdecken, von dem sie nichts wussten. Einige Nachbarn sind nur auf der Durchreise. Manche Planeten wandern ziellos durch die Galaxie. Mit anderen geht es bergab. Vielleicht explodiert Betelgeuse heute als Supernova. Es gibt noch so viel zu entdecken. Kommen Sie mit auf einen Spaziergang durch Ihr Zuhause in der Milchstraße. Hier wohnen Sie nicht. Da auch nicht. Hier nicht. Und da schon gar nicht. Ja, nicht einmal hier. Aus der Ferne betrachtet leben wir in einer riesigen Gaswolke. Astronomen zufolge schwebt unser Sonnensystem durch die lokale interstellare Wolke oder lokale Flocke. Denn sie hat eine geringe Dichte und ist unregelmäßig geformt. Die vorherrschenden Gase sind Wasserstoff und Helium. Es schweben auch Spuren von schwereren Atomen wie Kohlen, Sauer und Stickstoff im interstellaren Medium umher. Wir wissen, dass die schweren Atome Überreste von Supernovae in der Vergangenheit sind. Die lokale Flocke ist 30 Lichtjahre lang. Das sind ca. 290 Billionen Kilometer. Sie befindet sich in der lokalen Blase, einer noch größeren, schlotförmigen Gaswolke, ebenfalls eine Supernovaspur aus längst vergangener Zeit. Die Blase ist 300 Lichtjahre lang und befindet sich am inneren Rand eines der Spiralarme der Milchstraße. Und wahrscheinlich sind wir irgendwo dort zu Hause. Unsere genaue Lage in der Milchstraße in Bezug auf die Arme ist unbekannt. Wir haben keine genauen Informationen zu ihrem Aufbau. Manche gehen von zwei und andere von vier Hauptarmen aus. Es ist gar nicht so einfach, den Aufbau der Milchstraße mit all ihren Armen zu ergründen. Wir sind wie eine Maus in einem Labyrinth. Wir haben keinen Überblick. Fast überall auf der Erde können wir unsere Position exakt bestimmen. Biegen Sie in 10 Metern links ab. Doch für die lange Milchstraße gibt es leider kein GPS. Der Durchmesser der Galaxis beträgt 100.000 Lichtjahre. Manchmal verirren wir uns sogar in unserer vertrauten Umgebung. Und gäbe es ein galaktisches Navi, würde es etwa diese Startposition angeben. In der Mitte zwischen oberem und unterem Ende der Milchstraße. Und mittig vom äußeren Rand und dem inneren Kern der Galaxis. Unser Sonnensystem ist ungefähr 26.000 Lichtjahre von der Mitte unserer Galaxis entfernt. Angeblich ist unsere Lage sehr exklusiv. Einer Theorie zufolge befinden sich nur Sterne, die einen gewissen Abstand zur Mitte unserer Galaxis haben, in der sogenannten habitablen Zone oder auch Lebenszone. Nur dort ist Leben auf Planeten möglich. Dank der optimalen Position, der richtigen Temperatur und genug Wassers in flüssiger Form auf der Oberfläche hatten die Entstehung des Lebens und somit wir eine Chance. Die Lebenszone rund um die Mitte der Milchstraße hat einen Radius von ungefähr 13.000 bis 35.000 Lichtjahren. Wir liegen im Zentrum dieser Zone,
circa 20.000 bis 29.000 Lichtjahre vom Kern entfernt. Und um für die Erde Platz zu machen, wurde dort erstmal ordentlich aufgeräumt. Objektiv betrachtet ist unsere Lage im Sonnensystem recht gemütlich. Wenn man das Universum als Ganzes betrachtet, hätten wir es weitaus schlechter treffen können. Kurz nach seiner Geburt war unser Sonnensystem ein sehr unwirtlicher Ort. Die Materie, aus der die Sonne und die Planeten entstanden sind, schwebte noch umher. Erst nach unzähligen gewaltigen Kollisionen entstand dieser relativ friedvolle Ort, auf dem wir heute leben. Wir nehmen an, dass die frühesten Sterne nur aus Wasserstoff und Helium entstanden sind. Im Verlauf der Zeit haben die Sterne dann aber schwerere Elemente hervorgebracht. Das ist deshalb so wichtig, weil bei Supernovae oder Sternexplosionen die Galaxis mit diesen Elementen versorgt wurde. Der Kohlenstoff in unseren Zellen, der Sauerstoff, den wir atmen, das Calcium in unseren Knochen und das Eisen in unseren roten Blutkörperchen, das alles sind schwere Elemente. Die Sonne muss mindestens ein Stern der zweiten oder dritten Generation sein. Das zeigen die ganzen Planeten in ihrem Umfeld. Überall finden sich schwere Elemente. Lebensspendende Prozesse wie auf der Erde scheint es außerhalb dieser Zone nicht zu geben. Weil weniger massereiche Sterne am Rand der Galaxis explodierten, gibt es dort auch weniger schwere Elemente. Weiter draußen in der Galaxis gibt es nicht so viele Kohlen-, Stick- und Sauerstoffatome. Und die sind für die Entstehung von Leben entscheidend. Die Lebenszone der Galaxis ist also auf den Bereich begrenzt, in dem es schwere Atome gibt. Noch unwirtlicher als die äußere ist die innere Galaxis. Die Gravitation massereicher Gasplaneten könnte uns zerreißen. Und je näher man dem galaktischen Kern kommt, desto gefährlicher wird es. Zu Lebzeiten von Kopernikus dachte man, dass wir der Mittelpunkt des Universums sind. Das hat sich trotz immer neuer Erkenntnisse über die Galaxis lange nicht geändert. Mit unserem heutigen Wissensstand sind wir allerdings froh, dass wir nicht im Mittelpunkt stehen. Im Zentrum der Milchstraße befindet sich der nimmersatte Sagittarius A-Stern. Ein supermassereiches, schwarzes Loch mit einem Durchmesser von fast 23 Millionen Kilometern und der 3,7-millionenfachen Masse der Sonne. Das schwarze Loch im Zentrum der Galaxis gibt tödliche kosmische Strahlung ab. Sie sollten ihm also nicht zu nahe kommen. Andere Bereiche der Galaxis sind wegen der Strahlung von extrem heißen O-Sternen ebenfalls nicht für die Entstehung von Leben geeignet. O-Sterne sind heißer als die Sonne und haben 10 bis 50 Mal ihre Masse. Sie geben Unmengen von UV-Strahlung ab. Hier geht es nicht um Sonnenbrand, sondern um Vernichtung. Es ist so gut wie unmöglich, in der Nähe von mehreren O-Sternen zu überleben. O-Sterne können Planeten zerstören, bevor sie sich bilden. Die Strahlung dieser Sterne ist so stark, dass die Materie der sich gerade bildenden planetaren Systeme weggeschleudert wird. Die Teile werden aus dem Orbit ihrer Sterne regelrecht herausgerissen. Ein Beispiel dafür ist der Rosettennebel. Er ist 5200 Lichtjahre entfernt, weit außerhalb der lokalen Blase. Hier sieht man, was O-Sterne anrichten können. 2008 wurden 1000 Sterne im Rosettennebel untersucht. Man fand heraus, dass viele durch ihre Nähe zu einem blauen Riesen verwüstet wurden. Wie viel Abstand sollten wir also von so einem Mega-O-Stern halten? Von so einem Riesen kann man gar nicht weit genug weg sein. Unsere Sonne ist im Vergleich dazu kuschelig.
Von einem O-Stern sollten Sie mindestens 10 Lichtjahre Abstand nehmen, wenn nicht sogar noch mehr. Really, just don't get too close. Wohin man auch schaut, unwirtlicher geht es nicht. Ohne die gefährliche Strahlung und dank der Elemente des Lebens scheint unsere Erde der einzig bewohnbare Planet in der Nachbarschaft zu sein. Doch ist unsere Lage wirklich so explosiv? Hier in der bewohnbaren Zone gilt, je näher wir dem Zentrum der Galaxis kommen, desto unmöglicher soll jegliche Form von Leben sein. Ich persönlich bin da etwas skeptisch und denke, Leben ist überall möglich. Und da wir uns nicht sicher sein können, sollten wir die Augen offen halten. Vielleicht ist nur unsere Art von Leben in der habitablen Zone möglich. Anderswo könnte es aber andere Lebensformen geben, die wir Extremophile nennen. Für sie wären wir Extremophile. Eines ist sicher. Im Gegensatz zu einem blauen Riesen schützt unsere Sonne uns vor Gefahren und Zerstörungen. Und wir finden immer mehr darüber heraus. Der Schutzschild ist zwar unsichtbar, aber ohne wären wir wohl dem Untergang geweiht. Unser Zuhause in der Milchstraße erscheint ziemlich friedlich, da wir die Schutzmechanismen im Hintergrund oft gar nicht wahrnehmen. Viele Städte an Flüssen oder Ozeanen haben Dämme als Hochwasserschutz. Ohne diesen Schutz sähe es schlecht aus. Auch auf galaktischer Ebene drohen Gefahren. Im Weltraum gibt es die sogenannte kosmische Strahlung. Für uns ist sie genauso schädlich wie Radioaktivität auf der Erde. Durch Hochenergiestrahlung werden Kohlenstoffbindungen, und daraus bestehen wir, dissoziiert. Das heißt, die DNA wird beschädigt und es könnte zu Mutationen kommen. Bestimmte Mutationen können zum Überleben oder zum Aussterben einer Art führen. Es gibt keinen Beweis, dass kosmische Strahlung die Erde bisher negativ beeinflusst hat. Aber wir sollten sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Unser bester Schutz gegen kosmische Strahlung ist Magnetismus. Wir haben ein Schutzschild. Ein Magnetfeld, das von den Bewegungen im Erdkern ausgeht. Die Sonne hat ebenfalls ein starkes Magnetfeld und Sonnenwinde. All diese Phänomene schützen uns vor Einflüssen außerhalb des Sonnensystems. Das Magnetfeld der Sonne wird von Sonnenwinden verformt. Sie sind mit Protonen und Elektronen geladen und erreichen extrem hohe Geschwindigkeiten. Durch die Partikel im Sonnensystem zwischen den Planeten nehmen die Magnetfeldlinien komplexe Muster an. Der Sonnenwind schiebt das Magnetfeld mehr als dreimal weiter nach außen als der Orbit des Neptuns. Aber 14 Milliarden Kilometer davon entfernt, bremst der Sonnenwind bei der Heliopause, wo theoretisch alle solare Einwirkung aufhört, fast auf Null ab. Und verformt dadurch das Magnetfeld der Sonne zu einer Grenze gegen kosmische Strahlung aus dem interstellaren Raum. Das ist das Heliosheath oder auch Sonnenumhüllung. Ohne das Heliosheath würde kontinuierlich kosmische Strahlung in unser Sonnensystem gelangen. Es ist wie ein Haikäfig, von dem unser Planet vor kosmischer Strahlung geschützt ist. Einige Strahlen kommen durch, aber nicht so stark wie ohne den Schutzschild. Früher dachte man, dass das Heliosheath ein harmonischer Schild aus wehenden Magnetvorhängen sei. Doch dank der Raumsonden Voyager 1 und 2, die 1977 ins All geschickt wurden, wissen wir mehr.
Anfang des 21. Jahrhunderts schickten sie Informationen zurück. Sie weisen darauf hin, dass die Magnetfeldlinien der Sonne nicht regelmäßig verlaufen. Sie zerbrechen und bilden ungestümen magnetischen Schaum. Jede Blase in diesem Schaum ist 160 Millionen Kilometer breit. Wir sind von einer glatten, reibungsfreien Grenze ausgegangen. Aber tatsächlich ist alles voller Blasen und Muster. Der eine hält das Universum für geordnet und der andere für ein ziemliches Durcheinander. Die Mitte trifft es wohl. Wir entdecken immer wieder neue Dinge, teils geordnet und teils chaotisch. Doch wo genau befinden sich die geordneten und wo die chaotischen Bereiche unserer Galaxis? Die ganzen Gase und der Staub im All erschweren die Antwort. Ein guter Vergleich ist der Blick auf Hollywood hinter mir. Der Capitol Tower ist ein Wahrzeichen, das man kaum sehen kann. Die Hügel dahinter sind wegen der ganzen Luftverschmutzung noch schwerer zu erkennen. Der Hügel versperrt mir die Sicht. So ist es auch mit dem Staub in dichten Molekülwolken. Wenn so eine Wolke im Weg ist, können Sie rein gar nichts mehr sehen. Der Blickwinkel spielt bei der Erforschung unserer Galaxis eine wichtige Rolle. Im Laufe der Zeit haben die Astronomen herausgefunden, dass man immer etwas Neues entdeckt, sobald sich der Betrachtungswinkel ändert. Wir sehen immer einen anderen Teil des elektromagnetischen Spektrums. Wenn wir den Himmel durch ein Teleskop betrachten, erkennen wir im sichtbaren Teil des Spektrums den Nachthimmel. Es gibt dort viel zu sehen, aber längst nicht alles. Mit Infrarot-Weltraumteleskopen können wir durch kosmischen Staub hindurchblicken. Infrarotkameras funktionieren ähnlich. Ich habe eine Plastiktüte mitgebracht. Wenn ich meine Hand hineinstecke, können Sie nicht sehen, wie viele Finger ich hochhalte. Die Infrarotkamera erfasst die Wärmestrahlung meines Körpers. Mein warmes Gesicht erscheint rot und weiß und meine kalten Haare blau. Mithilfe der Infrarotkamera können Sie also sehen, wie viele Finger ich in der Tüte hochhalte. So können Astronomen Dinge erkennen, die sich hinter kosmischem Staub befinden. Sterne sind während ihrer Entstehung sehr warm, werden aber von Staubwolken verdeckt. Mit Infrarot können wir sie sehen. Manche Objekte sind je nach der Frequenz des Lichts, das auf sie trifft, durchsichtig oder undurchsichtig. Hindernisse wie interstellarer Staub oder Gase blockieren die Sicht durchs Teleskop. In einem anderen Teil des Spektrums sind sie aber unsichtbar und wir sehen, was sich dahinter verbirgt. Durch Infrarot und viele andere Wellenlängen haben wir einige zuvor unbekannte Nachbarn entdeckt. Uns stehen heute Geräte zur Verfügung, durch die man je nach Lichtspektrum den Himmel auf ganz besondere Weise sehen kann. Es scheint, dass einige alte Nachbarn das Leben auf der Erde ermöglicht haben. Aber einige neue Nachbarn haben es vielleicht auf uns abgesehen. Bei der Erforschung der Milchstraße sind wir auf interessante neue Nachbarn gestoßen. Doch es gibt nette und nicht so nette. Nette Nachbarn bewegen sich zum Beispiel auf vorhersagbaren Umlaufbahnen, die der Erde nicht in die Quere kommen. Wir können sie uns ansehen, ihnen zuwinken, aber sie stellen keine Gefahr für uns dar. Die unangenehmen Nachbarn sind instabil. Sie könnten uns gefährlich werden, weil sie unberechenbar sind. Zum Beispiel, wenn ein Stern stirbt und explodiert. Oder wenn etwas kollidiert und deswegen ein Objekt Kurs auf die Erde nimmt. Wenn wir von guten und schlechten Nachbarn sprechen, hat das mit Vorhersagbarkeit und Unberechenbarkeit zu tun. Oder mit Krieg und Frieden, wie Sie wollen.
Gute Nachbarn bringen manchmal ein Willkommensgeschenk vorbei. Ein bisschen wie bei der Erde, als sie sich vor Milliarden von Jahren aus der recycelten Materie einer Sonne bildete. Ein solches Geschenk könnte alles verändert haben. Die junge Erde war heiß, weshalb Wasser auf der Oberfläche wohl verdampft ist. Wir vermuten, dass Wasser durch Kometen, Eisasteroiden oder beides auf die Erde gelangte. Eine Theorie über das Wasser auf der Erde geht davon aus, dass es von Himmelskörpern aus Eis im äußeren Sonnensystem stammt, die bei der Bildung der Sonne und der Planeten entstanden sind und bei Einschlägen in das innere Sonnensystem und auf die Erde gelangten. Einer neuen Theorie zufolge wurden durch die Gravitation von Gasriesen wie dem Jupiter vor 4 Milliarden Jahren Eisasteroiden Richtung Mars, Erde und Venus geschleudert. Doch nur auf der Erde drang das Eis in den Mantel ein. Das Wasser weichte die Erde auf und verursachte die Plattentektonik, im Zuge derer die Kontinente und Ozeane entstanden. Was aber ist mit dem Leben, das sich in den Ozeanen bildete? Kamen die lebensnotwendigen organischen Verbindungen auch aus dem All? In sogenannten kohligen Chondriten, einer seltenen Meteoritenform, haben Wissenschaftler organische Verbindungen wie auf der Erde gefunden. Ähnliche Verbindungen wie auch in antarktischen Mikrometeoriten, interstellarem Staub und Kometenproben, die bei der Stardust-Mission der NASA im Jahr 2005 gesammelt wurden. Die Entstehung des Lebens bedarf unzähliger Reaktionen mit unterschiedlichen kohlenstoffhaltigen organischen Molekülen. Ihr Ursprung kann sehr unterschiedlich sein. Einige wurden vielleicht auf der Erde, andere wiederum im All gebildet. Letztere kamen dann in Asteroiden oder Kometen auf die Erde. Ohne die Geschenke unserer außerirdischen Nachbarn hätte sich auf der Erde vielleicht nie Leben entwickelt. Die Milchstraße ist vielleicht unser Lebensquell, aber kann uns genauso zerstören. Ein Beispiel hierfür ist der rote Zwerg Gliese 710. Er verfügt über fast 2/3 der Masse der Sonne, ist nur 63 Lichtjahre von uns entfernt und er kommt näher. Gliese 710 scheint direkten Kurs auf das Sonnensystem zu nehmen. Einen näher kommenden roten Zwerg sollte man nicht unterschätzen. Wenn er nur noch ein Lichtjahr weit weg ist, wird es kritisch. Fast genau ein Lichtjahr von der Erde entfernt ist die sogenannte Ortsche Wolke. Sollten Objekte der Ortschen Wolke der Sonne zu nahe kommen, könnten sie zu Kometen werden. Normalerweise sehen wir sie aber nicht, da ihre Entfernung zur Sonne zu groß ist. Milliarden potenzieller Kometen warten also auf einen Gravitationsschub, zum Beispiel von Gliese 710. Er wird die Ortsche Wolke in ungefähr 1,3 Millionen Jahren kreuzen oder zumindest gravitativ beeinflussen. Falls Gliese 710 nahe genug herankommt, könnte seine Gravitation harmlose Eis- und Staubbrocken in Kometen verwandeln, die uns gefährlich werden könnten. Es könnte zu einem Kometenhagel im inneren Sonnensystem kommen und ein weiteres Massensterben auslösen. Es ist zwar nicht sicher, es könnte aber passieren. Astronomen zufolge wird Gliese 710 die Ortsche Wolke mit 86%iger Wahrscheinlichkeit durchziehen. Stellen Sie sich vor, dass das der rote Zwerg ist und die Kegel hier die Ortsche Wolke. Dann könnte das hier passieren. Aber das wäre genauso vorstellbar. Immerhin liegt die Wahrscheinlichkeit bei 14%, dass Gliese 710 an der Ortschen Wolke vorbeischießt. Doch selbst bei einem Streifschuss könnte die Gravitation des Sterns einige Kometen Richtung Erde lenken.
Der Stern könnte ein paar Kometen Richtung inneres Sonnensystem schicken. Ein einziger Kometeneinschlag könnte für die Erde fatal enden. Aber Gliese 710 ist nicht unser einziges Problem. In den nächsten 2 Millionen Jahren könnten uns mehr als 150 Sterne gefährlich werden. Die Sterne in unserer Milchstraße sind gravitativ aneinander gebunden. Sie bewegen sich in verschiedenen Richtungen und umkreisen den Kern der Galaxis. Doch nicht alle Orbits sind identisch. Aus unserer Perspektive könnte sich ein Stern von uns entfernen oder auf uns zubewegen. Der NASA zufolge gibt es mehr als 20.000 erdnahe Asteroiden mit Durchmessern von mehr als 90 Metern. So kam 2005 YU55 im November 2011 der Erde näher als der Mond. In 200 Jahren kommt er uns vielleicht noch näher. Wie gravierend wäre ein solcher Einschlag? Nehmen Sie die Stärke der Atombombe auf Nagasaki im Zweiten Weltkrieg mal 4. Bei der Suche nach netten und weniger netten Nachbarn in der Milchstraße haben wir unerwartete Entdeckungen gemacht. Es gibt Planeten, die so kalt sind, dass man sie anfassen könnte. Und Phänomene, die an Science-Fiction grenzen. Bei unserer Entdeckungsreise sind wir auf zahlreiche Überraschungen gestoßen. Als ob sie ein Haus in ihrer Straße entdecken, von dem sie nichts wussten. Dabei ist es nur eine Ecke weiter. Zum Beispiel Alpha Centauri, der hellste Stern im Sternbild Zentaur. In 40 Billionen Kilometer Entfernung ist er nach der Sonne unser nächster Nachbar. Im 17. Jahrhundert verkündeten Astronomen, dass Alpha Centauri aus 2 Sternen besteht. Seit dem 20. Jahrhundert nimmt man an, dass noch ein dritter Stern dazugehört. Alpha Centauri A hat fast die gleiche Masse wie unsere Sonne. Alpha Centauri B ist nicht ganz so massereich. Der dritte Stern, Proxima Centauri, ist ein M-Stern. Er hat nur ungefähr 12% der Masse der Sonne. Mit dem bloßen Auge kann man ihn nicht erkennen. Es hat sich herausgestellt, dass viele unserer Nachbarsterne eigentlich Sternsysteme sind. Sirius ist nur 8,6 Lichtjahre entfernt und galt lange als hellster Einzelstern am Himmel. Doch in Wirklichkeit ist es ein Doppelstern. Im Gegensatz zur Sonne sind die meisten Sterne Doppelsternsysteme und nicht so massereich. Die Sonne ist also eine echte Ausnahmeerscheinung. Die meisten Sterne sind rote oder braune Zwerge. 70% der Sterne im Universum sind rote Zwerge. Obwohl die Erde die Sonne umkreist und sie so für uns der Stern schlechthin ist, überwiegen die roten Zwerge. Von der Existenz der braunen Zwerge wissen wir erst seit den 90ern. Sie sind weder Sterne noch Planeten. Und wirklich braun sind sie auch nicht. Über die braunen Zwerge wissen wir bisher sehr wenig, weil sie sehr kalt und dunkel sind. Das heißt, dass sie kaum Licht reflektieren, nur sehr schwer zu erkennen sind. 2011 entdeckte das Weltraumteleskop Wide Field Infrared Survey Explorer, kurz WISE, eine Reihe brauner Zwerge in 9 bis 40 Lichtjahren Entfernung zur Erde. Und ihre Oberflächentemperaturen sorgten für Erstaunen. Einer dieser braunen Zwerge ist so kalt, dass wir ihn mit der bloßen Hand berühren könnten. Er hat nur 27 Grad Celsius, wie ein wunderschöner Tag auf der Erde. Wer weiß, was wir sonst noch alles entdecken. Wer sucht, der findet. Es gibt im Universum aber nicht nur Sterne. Wir haben hunderte von Nachbarplaneten innerhalb und außerhalb der lokalen Blase entdeckt.
Während der Kepler-Mission haben wir viele Exoplanetenkandidaten entdeckt. Kepler erfasst vor allem kleine Eklipsen, also die Lichtunterbrechungen oder Verdunklungen, wenn ein Planet sich vor sein Zentralgestirn schiebt. Stellen Sie sich vor, in Las Vegas geht eine Glühbirne aus. Das ist kaum zu sehen, doch Kepler kann sehr genaue Messungen durchführen und Planeten erkennen, die so klein wie unsere eigene Erde sind. Vor 15 Jahren haben wir den ersten Exoplaneten entdeckt. Ein bisschen, als wäre man bisher allein im Neubaugebiet gewesen und dann kommt der erste Nachbar. Mit der Zeit kamen immer mehr dazu, bis wir ein Netz aus Exoplaneten hatten. Soweit wir wissen, ist unser nächster Nachbar außerhalb des Sonnensystems nur 10,5 Lichtjahre entfernt. Er umkreist den Stern Epsilon Eridani. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es auf diesem Planeten Leben gibt. Wir vermuten, dass er unserem Jupiter ähnelt. Ein großer Gasball. Also nicht wirklich gute Voraussetzungen für Leben. Ungefähr 200 Lichtjahre entfernt wartet eine weitere Überraschung. Ein Planet wie aus einem Star Wars-Film. Das Kepler-Teleskop hat vor kurzem einen Planeten entdeckt, der zwei Sonnen umkreist. Er heißt Kepler-16b. Dieser Planet hat trotz seiner Ähnlichkeiten zu Tatooine nicht viel mit Luke Skywalkers Heimat gemeinsam. Dieser Planet ist wie der Saturn aus Eis und Gas. Vor dieser Entdeckung waren wir uns nicht sicher, ob es überhaupt einen Planeten mit zwei Sonnen geben könnte. Jetzt sind wir schlauer und werden in binären Systemen verstärkt nach Planeten suchen. Im Jahr 2011 entdeckten Astronomen eine neue Art von Planeten, die Heimatlosen. Es gab Hinweise darauf, dass einige Planeten kein Zentralgestirn umkreisen. Anfangs befanden sie sich im Orbit ihrer Sonne, doch dann wurden sie irgendwie abgestoßen und wandern nun ziellos durch die Galaxie. Vielleicht müssen wir bald eine neue Bezeichnung für die Planeten finden, die sich von ihrem Heimatstern gelöst haben. Ich würde diese Himmelskörper weiterhin als Planeten bezeichnen, da das griechische Wort Planet Wanderer bedeutet und sie durch die Tiefen des Alls wandern. Wir haben viel Neues über die Nachbarn unseres Sonnensystems herausgefunden. Im Sommer 2011 lieferte das Hubble-Weltraumteleskop die ersten Bilder vom bis dahin unbekannten vierten Mond des Zwergplaneten Pluto. Sie fragen sich vielleicht, warum wir diesen Mond erst jetzt entdeckt haben. Pluto ist doch gar nicht so weit entfernt. Das liegt daran, dass er einen Durchmesser von nur 20 bis 30 Kilometern hat und nur sehr wenig Sonnenlicht reflektiert. Der neue Mond ist wahrscheinlich, wie Pluto selbst, aus Eis und unbelebt. Bis dato sind alle von uns entdeckten Nachbarn für unsere Art von Leben zu heiß oder zu kalt. Doch die Suche geht weiter. Bisher hatten wir keinen Erfolg. Aber unsere Technik ist mittlerweile so ausgereift, dass wir bald erdähnliche Planeten finden werden. Ob auf ihnen auch Leben möglich ist, müssen wir dann noch herausfinden. Keiner der Exoplaneten, die wir am Rande unserer Milchstraße entdeckt haben, stellt eine Gefahr für uns dar. Aber was ist mit den Sternen? Könnten einige sterben und uns mit in ihr Grab ziehen? Unsere Lage in der Milchstraße hat viele Vorteile. Voraussetzungen für Leben, eine Sonne, die uns vor gefährlicher kosmischer Strahlung schützt und meist harmlose Nachbarn. Aber das muss nicht so bleiben. Steht Ihr Nachbarhaus in Flammen, sind auch Sie in Gefahr. Und so ähnlich ist das mit einer Supernova.
Wenn ein Stern explodiert, wird sein Material weit in die Galaxie ausgeworfen. Wir, die meisten schweren Elemente der Sterne um uns und die Gaswolken, in denen das Sonnensystem schwebt, sind durch explodierende Sterne entstanden. Einem sterbenden Stern sollten sie aber dennoch nicht zu nahe kommen. Eine Supernova-Explosion ist unvorstellbar heftig. Der Kern des Sterns drängt nach außen und katapultiert die äußeren Schichten in die Galaxie. Diese Druckwelle kann für alle, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, tödlich sein. If it's 10 Lichtjahre entfernt, kann uns die Hochenergiestrahlung wie bei Röntgen- und Gammastrahlen schaden. Sie könnten einen Teil der Ozonschicht zerstören. Die Strahlung spaltet Stickstoffverbindungen. Die Stickstoffatome verbinden sich mit Sauerstoff zu Stickoxid. Das Stickoxid, NO, zerstört Ozonmoleküle, O3, und bildet Stickstoffdioxid, NO2. And forms nitrogen dioxide, NO2. Das Stickstoffdioxid kann sich mit atomarem Sauerstoff verbinden und noch mehr Stickoxid bilden, das wiederum mehr Ozon zersetzt. Ein richtiger Schneeballeffekt. Innerhalb weniger Wochen hätten wir riesige Ozonlöcher. Und die UV-Strahlung der Sonne würde das Leben in den oberen Schichten von Ozeanen oder anderen Gewässern vernichten. Von dieser Zerstörung wäre auch das Phytoplankton betroffen. Es ist die Basis der Nahrungskette im Meer und liefert 50% unseres Sauerstoffs. Ein Todesurteil für fast alle Lebewesen. Auch für uns. Ein Kandidat für dieses Szenario befindet sich außerhalb der lokalen Blase. Die Rede ist vom roten Überriesen Betelgeuse. Dieser zwischen 500 und 800 Lichtjahre von der Erde entfernte Stern hat 20 Sonnenmassen. Er ist der rechte Schulterstern des Orion. Betelgeuse geht seinem Ende entgegen. Zwischen 1996 und 2011 ist Betelgeuse aus unbekannten Gründen um 15% geschrumpft. Der rote Überriese könnte in einer halben Million Jahren explodieren. Oder er ist es schon. Vielleicht explodiert Betelgeuse heute oder morgen oder nächste Woche in einer Supernova. In 100.000 oder ein paar hunderttausend Jahren ist es aber wahrscheinlicher. Da Betelgeuse ein paar hundert Lichtjahre entfernt ist, könnte er schon explodiert sein. Das Licht hätte uns dann nur noch nicht erreicht. Doch selbst wenn Orion seine Schulter Betelgeuse auskugelt, ist das zu weit weg, um uns zu schaden. Aber es gibt auch noch Ika Pegasi in 150 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Pegasus. Es sind zwei Himmelskörper, ein Stern und ein weißer Zwerg, die einander umkreisen. Der weiße Zwerg hat ca. 15% mehr Masse als unsere Sonne. Aber noch steht die Supernova nicht bevor. Ika Pegasi ist ein Doppelsternsystem. Einer der Sterne ist bereits gestorben und der andere ist ein weißer Zwerg. In der Sterbephase des einen Sterns kann es passieren, dass der weiße Zwerg seine Materie aufsaugt. Diese Systeme sind wie Parasiten, die ihren Begleiter fressen. Wenn sich der normale Stern ausdehnt, nimmt der weiße Zwerg Material von ihm auf. Wenn er eine instabile Grenze erreicht hat, wird er als Supernova vom Typ 1a explodieren. Sind wir bei einer Explosion von Ika Pegasi weit genug entfernt? Damit bei einer Supernova nichts passiert, sollte man mindestens 100 Lichtjahre entfernt sein. 10 Lichtjahre könnten reichen, vielleicht aber auch nicht. Es kommt auf den Effekt an.
Bis es soweit ist, wird noch viel Zeit vergehen. Außerdem werden sich unsere Position und seine Position verändert haben. Die ganze Galaxis ist in Bewegung. Wenn es also passieren sollte, ist der Abstand wahrscheinlich noch viel größer. Freuen Sie sich aber nicht zu früh. Ika Pegasi wurde erst im Jahr 2002 entdeckt. Wer weiß, wie viele weitere potenzielle Supernovae da draußen sind? Und in welcher Entfernung? Und wie bald werden sie explodieren? Einigen Astronomen zufolge wird es in Zukunft sogar noch viel mehr Supernovae geben. Unser Sonnensystem umkreist unsere Galaxis in einem anderen Tempo als die Spiralarme. Irgendwann werden wir in so einen Arm wandern. Da die Sterne dort viel massereicher sind, steigt die Gefahr einer Supernova und damit die Bedrohung für uns. Lehnen Sie sich zurück, denn unsere Lage in der Milchstraße wird noch sehr lange so exklusiv und sicher bleiben wie heute. Wir können uns auf viele Entdeckungen und Überraschungen freuen. Unsere Galaxie ist eine spannende Gegend. Nichts ist statisch, alles fließt. Mal sehen, wie es in einer Milliarde Jahren aussieht.